Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat sich in der vergangenen Woche verhältnismäßig wenig bewegt. Unter dem Strich gab der DAX 0,7% ab. Am Freitag schloss er allerdings leicht höher und rettete sich damit über der Marke von 14.300 Punkten ins Wochenende. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer. Der DAX hat in der vergangenen Woche also leicht abgegeben. Was können wir uns denn vom Start in die neue Woche erwarten, Johanna? Schönen guten Morgen, lieber Andi. Ja, wir erwarten einen relativ soliden Start in die neue Handelswoche. Laut den ersten Berechnungen soll der DAX ca. 0,3% zulegen. Du hast es gerade schon angesprochen, in der letzten Woche hat man die Unsicherheit gemerkt. Und die merkt man natürlich seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Das heißt, es gab gerade in den letzten Tagen relativ wenig Handelsvolumen. Und der deutsche Leitindex hat sich auch in einer Spanne von 14.100 bis 14.500 Punkten bewegt. Und das alleine in den letzten zwei Wochen. Das heißt, die Anleger trauen sich hier noch nicht wirklich raus. Es gibt ja auch nach wie vor noch keine handfesten Ergebnisse, was eben die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland angeht. Wir sehen weiterhin Schwankungen beim Ölpreis, der notiert aktuell zumindest bei der Nordseesorte Brent 3% im negativen Bereich. Auch hier schaut man natürlich ganz genau hin auf die Ergebnisse des G7-Gipfels und natürlich auch auf die Abhängigkeit von Europa gegenüber russischem Öl und Gas. Also haben wir hier auch mit weiteren Schwankungen zu rechnen. An der Wall Street in der vergangenen Woche sahen wir, dass die Renditen der Anleihen deutlich gestiegen sind. Das schmälert natürlich die Attraktivität von Aktien und die Vorgaben aus Asien. Die sind ebenfalls gemischt. Hier haben wir beispielsweise schon gesehen, dass der Nikkei 0,5% abgibt. Der Hang Seng legt über 1% zu und 0,1% gibt der Shanghai Composite ab. Das heißt, wir werden heute erstmal verhalten, in den Montag starten und schauen dann, wohin diese Reise geht. Also die Unsicherheit bleibt los. Vielen Dank, Johanna. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Markt.de, die ist heute Sartorius. Die Aktie von Sartorius hat ein starkes Jahr 2021 hinter sich. Ende November markierte das Papier sein Allzeithoch. Zu Beginn dieses Jahres setzte dann allerdings eine dynamische Abwärtskorrektur ein. Aktuell versucht sich der Kurs an einer Stabilisierung. Damit daraus ein mittelfristig relevanter Boden entsteht, muss die Aktie über eine wichtige Hürde schließen. Wo sich diese Hürde befindet, erfahren Sie wie gewohnt in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.